Hi, Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute habe ich Wild Turkey 13, Kentucky Straight Bourbon Whiskey Distillers Reserve. So, wir haben sogar eine kleine Unterschrift hier darunter. Da habe ich hier von Jimmy Russell, the Master Distiller, und auch Eddie Russell, the Associate Master Distiller. 55,5%, also 91 Proof. Es gibt eine 81 vom Wild Turkey, a 101, und das ist genau dazwischen, a 91, also 91. Interessant finde ich auch, also wenn ich jetzt hier reinschaue, vielleicht könnt ihr Japanisch lesen, ich nicht. Das sagt schon viel aus hier. Diese Flasche wurde eindeutig für eine japanische Markt entwickelt. Denn diese Zahl 13 ist ein Glückszahl auf Japanisch. So, was haben wir? Wir haben damit zu tun mit einer 13 Jahre alte Japaner, also für japanische Mark. Es kommt aus Kentucky. Und es ist interessant, dass diese Whisky ist nicht 12, ist nicht 10, nicht 8, sondern genau dazwischen mit 13 wurde auf diese Lower Racks denn da gemacht. Hier steht, this special release bourbon has been carefully selected from the distiller's favorite reserve. Also von den Lieblingsbereich von den Brennmeistern. Barreled at lower proof and slowly matured in the lower floors of the fabled B Warehouse. Also es wurde auch gelagert in diese B-Lagerhalle und dort unten, wo es ganz wenige Temperaturunterschiede gibt. Ganz, ganz wichtig. Und ich lese einfach weiter. So, da gibt es eine kühle Temperaturen, mehr Luftzirkulation. Und das kombiniert sich sehr gut, um eine Bourbon von exzellenter Qualität zu ermöglichen, mit einem Hauch von Eiche, reiche Vanille, ein bisschen auch Birne. Und eine lange, gewürzvolle Abgang. So, wir haben hiermit zu tun mit Distillers Reserve. Ich mache mal die Kiste auf. Alle, so, machen wir ja wieder zusammen. Die Flasche. Auf der Rückseite ist eigentlich das gleiche, was vorher war. Im Grunde. Jimmy and Eddie Russell reveals the bold and distinctive character of Wild Turkey Bourbon. Wow, ich habe das sehr gut gemacht bei meiner Nase die ganze Zeit. Habe ich noch nicht probiert, also ganz hier für mich neu. Also eine Plastikdeckel darüber. 13 Years, also von Farbe ein bisschen dunkler, als ich erwartet habe. Vielleicht hängt es mit der Flasche zusammen. Mild, weniger Pfefferbiss, eine schöne, noch dunkler als sonst für den Bourbons. Also Bourbon hat nie irgendwelche, geht das gut? Jo. Nie irgendwelche Farbstoffen, ist nicht erlaubt. An der Nase, am Anfang schon Alkohol ist wahrzunehmen. Vanille, Karamell, Mais. Wild Turkey hat auch einen Roggen, ein Rye, das würde ich gerne mal probieren, habe ich noch nicht gehabt. Ja, ich bin da am Überlegen, ob da ein Hauch von dieser Klebernote da zu erkennen ist. Das ist immer wieder so ein bisschen ein Problem mit amerikanischen Bourbons, dass manche einen Hauch vom Kleber haben. Manche haben ganz viel Kleber. Also hier haben meine Beine, die da runterlaufen, sehr ölig sieht's aus. Ich habe echt gut eingeschenkt, muss ich sagen. Ich freue mich auch darauf. Ja, eindeutig. Ich habe doch ein bisschen diese Klebstoffnote, leider. Mein Sohn sagt, nee, Daddy, Scotch, Irish, aber nicht Bourbon. Manchmal ist es dabei, manchmal nicht. Also offenbar diese Flasche schon.
Je nachdem, wie ich drauf bin. Ich habe das Gefühl, manchmal, wenn ich eine gute Amerikaner bin, ist sogar diese Klebstoffnote positiv. Wenn ich eine gute Deutsche bin, was ich laut Pass immer noch nicht sein darf oder bin, ist das schlecht. Also, ich probiere mal. 91 Proof, also 45,5%. Wow, trockener als ich dachte. Weicher auch. Als erstes hatte ich in meinem Mund grüne Tee. Dann kam schon schwarzer Tee. Und dann ging es rüber Richtung Karamell, Mais, Eichen. Wenig Biss-Biss. Also ist schon noch relativ weich. Ich weiß nicht, ob es wirklich nach 13 Jahren schmeckt. Manche Leute sagen, es schmeckt eher nach den Wild Turkey 8 Jahren und nicht wieder 12 Jahren. Okay. Distillery Reserves. Mich anfreunden damit kann ich echt noch nicht ganz. Ich habe schon den Rare Breed probiert. Da habe ich gedacht, war gut. Ist eine enorm hohe Umdrehung. Nichts besonders, nichts Schlimmes, aber okay. Ich habe schon den 101 probiert. Das hat mir gut geschmeckt. Echt einfach solide. Kentucky Straight Bourbon, wie ich das so kenne und liebe. Hier haben wir auch damit fast mit dem Rare Breed zu tun. Allerdings Klebstoffnote, Mais, Eiche. Bisschen Honig sogar. Weniger Biss. Ja. Viel Alkohol am Ende. Nicht angenehm, auch nicht unangenehm. Einfach da. Eiche. Immer noch diese Teenote da drin. Schwarz bzw. grüne. Also ein grüner Tee, der ein bisschen zu lange gezogen hat. Stand hier drauf, dass ich einen Hauch von Birne haben sollte. War nichts. Eiche, Vanille, Pfeffer, Gewürz, ja, aber nicht unbedingt Birne. Also es gibt einen Whisky, den habe ich mit meinen Söhnen mal probiert. Also muss ich hier schauen. Craig and Moore. Wer wirklich Birne haben möchte, hat mich absolut umgehauen. Aber hier kein Birne. Ja. Naja, Wild Turkey, Lawrenceburg, Kentucky. Auf der Flasche steht 1855, glaube ich sogar. Established. Also ich weiß, von 1869 gab es ein Rippey Distillery. Und auch dieser Name kommt daher, weil entweder es gab einen Hügel namens Wild Turkey Hill. Offenbar gab es da wild lebende Tüthähne. Oder in 1940 gab es eine Jagd auf Turkeys, also eine Tutanjagd mit Thomas McCarthy. Und er hat ein bisschen Whisky mitgebracht. Und die Jungs haben gesagt, die mit ihm auf dem Jagd waren, nächstes Jahr bring bitte dein Wild Turkey wieder mit dir mit. Also, 1980 wurde der Austin Nicholas Distillery von Pernod Ricard gekauft und 2009 wurde das wiederum von der Campari. Kennen wir vielleicht vom Ouzo 12 oder kennen wir auch vom Glen Grant, kennen wir auch vom Wild Turkey, American Honey und so weiter.
wurde für 575 Millionen Dollar abgekauft. Inklusive alle Vorräte, die es gab und auch diese Distille dort in Kentucky. Ja, schmeckt jung. Schmeckt nicht unbedingt 13 Jahre alt. Es ist okay. Ich habe extra das online gekauft. Fand ich, war kein Schnäppchen. Ich habe weit über 40 Euro dafür bezahlt und dachte, ach, why not? Also, wenn es gut genug ist für die Japaner, muss es auch gut genug für mich sein. Heute sage ich, Wild Turkey 101 wäre besser. Bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich werde sie noch vergleichen. Schauen wir mal, ob meine Meinung hier immer noch genauso ist, wo die nebeneinander so stehen. Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, Wild Turkey 13, hat mich nicht umgehauen. Ist okay. Aber wirklich nicht 13 Jahre alt für einen Bourbon. Schmeckt nicht, riecht nicht, ist einfach okay. Hättest du mir gesagt, das ist 7 Jahre alt, hätte ich gesagt, sicher? Nicht wahr? Bei 13 kann ich mir das wirklich nicht, immer noch nicht vorstellen. Gut, wenn ihr irgendwelche Kommentare, Ideen, Meinungen habt, bitte einfach unten mitschreiben. Ich freue mich darüber und bis demnächst. Tschüss.